RTL-Livestream vom pinken Teppich in Cannes, Sisi kehrt zurück. Und wir versprechen Ihnen, noch heute wird sich Deutschland neu verlieben, in Yannick Schümann und Dominique Devenport. Sie spielen die Hauptrollen in der brandneuen TVNOW-Event-Serie. Sie feiert beim Internationalen Serienfestival in Cannes Weltpremiere. Und wir sind mit RTL-Moderator Maurice Galder live dabei. Wenn die Hauptdarsteller Yannick Schümann, spielt Kaiser Franz, und Dominique Devenport, spielt Sisi, das erste Mal gemeinsam über den Teppich laufen. Doch nicht nur das, auch die TVNOW-Neuheit Glauben nach Ferdinand von Schirach wird in Cannes vorgestellt und ist als einzige deutsche Produktion auch noch für einen Preis nominiert. Ab 20.15 Uhr zeigen wir den pinken Teppich exklusiv im Livestream auf rtl.de und TVNOW. Einen ersten Einblick in den Livestream gibt Maurice im Video oben. Darum geht es in Sisi und in Glauben, die neue TVNOW-Serie Sisi wirft einen neuen Blick auf das Leben einer jungen Frau, die als Kaiserin Geschichte geschrieben hat und als Filmfigur zur Legende wurde. Sie erzählt die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit. Die beiden Hauptrollen in der TVNOW-Neuverfilmung übernehmen Newcomerin Dominique Devenport und Schauspielstar Yannick Schümann, 9 Tage wacht die Mitte der Welt, Charité, 25 Angeklagte, 300 Verhandlungstage und ein Justizskandal, der in die Geschichte der Rechtsprechung eingegangen ist. In dem spannenden Justizdrama Ferdinand von Schirach Glauben transportiert der Bestsellerautor die sogenannten Wormser Prozesse der 90er Jahre in die Gegenwart. Die Drehbücher schrieb von Schirach erstmals ausschließlich selbst. In den Hauptrollen sind Peter Kurt und Nagis Rashidi zu sehen. Sisi-Ausstrahlung ist für Ende 2021 auf TVNOW geplant. Die neue TVNOW-Event-Serie Sisi wird Ende 2021 auf TVNOW zum Streamen online gehen. Das Justizdrama Glauben bereits ab dem 4. November 2021, bevor es später auch bei Vox zu sehen ist. Ja.